Willkommen, meine Sturmtruppen. Ich bin diesmal nicht alleine. Ich darf euch vorstellen. Emmy 82. Ich bin die gemeinsam neue. Und gemeinsam tun wir hier was? Arc Talk, unser neues Projekt. Und zwar im Allgemeinen gesagt geht es darum, dass wir über Arc reden. Was genau, ich denke, das werden wir euch jetzt erklären. Wir hören jetzt das Video nicht auf, nachdem wir das gesagt haben. Aber worum geht es da genau? Es geht darum, dass wir Folgen hochladen werden, die sich um sämtliche Arc-Themen handeln werden. Na, habe ich das jetzt egal. Zum Beispiel Taman oder Basebau oder Raids, meinetwegen auch Waffen, Maps, alles, was das Arc-Herz begehrt, werden wir uns als Thema vornehmen in jeder Folge ein anderes und darüber mal quatschen. Aber um die Playlist vollständig schauen zu können, müssen wir von Kanal zu Kanal springen. Richtig. Die erste Folge, die ihr jetzt gerade seht, die wird auf beiden Kanälen, sowohl beim Imperator als auch bei mir, hochgeladen. Und ab dann geht's bei mir los. Die zweite Folge seht ihr bei mir. Und die dritte dann wieder beim Imperator, vierte bei mir und so hin und her. Und wir verlinken aber nach jedem Video, sowohl am Ende des Videos als auch in der Beschreibung, den Kanal von dem anderen. Also eigentlich, wir machen direkt beide Kanäle, kann man nichts falsch machen, so dass ihr keine Folge auf dem jeweils anderen Kanal verpassen könnt. Als kleine Hilfestellung, dass man da immer den Anschluss findet. Was wichtig für uns ist, dass ihr mitquatscht bei den ganzen Themen. Ob ihr ein alter Hase seid oder auch Fragen habt, weil ihr jemand seid, der neu anfängt, mitmachen, in den Kommentaren eure Erfahrungen schreiben oder auch wenn wir irgendwie was Falsches gequatscht haben, weil dies hier ist einfach nur aus unserer eigenen Erfahrung und aus unserer eigenen Meinung entstanden, diese Gespräche. Es können natürlich auch mal Sachen sein, wo ihr sagt, ey, passt auf, das und das stimmt aber nicht, das ist aber so und so. Dafür seid ihr gefragt, mitzumachen in den Kommentaren. Und jetzt sagst du mal was über den Livestream. Ja, der Livestream, wenn er dann aktiv im Chat das Thema mitgestalten könne oder das Thema entscheide, über das wir dann retten von Arc. Und live ist einfach besser. Da kann man direkt mit euch arbeiten und Frage beantworten oder verbessert werde durch euch oder ganz andere Themen viel schneller bearbeite. So müssen wir eventuell warten, bis das passende Thema kommt, wo euch brennend interessiert. Und im Livestream könnte es schneller gehen. Wann der Livestream kommt, das steht noch in der Sterne geschrieben. Also ich würde sagen, wir lassen den spontan. Der taucht spontan auf. So zwischendurch, mal je nachdem, wann wir Bock drauf haben, weil wir müssen auch Bock drauf haben, sonst ist es ja auch irgendwie ein bisschen blöd, finde ich. Also, spontan ist dann wahrscheinlich der Kanal. Genau, und jetzt sollten wir auch noch sagen, es wird einmal die Woche ein Video hochgeladen. Also das wird ein fester Tag werden. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr, welcher Tag das sein wird. Bei der Aufnahme jetzt wissen wir es noch nicht genau. Ab da dann immer einmal die Woche. Wie lange das gehen wird, ja, das hängt von mehreren Faktoren ab. Gefällt euch der Kram, was wir hier machen? Gefällt euch das Thema? Macht uns das noch Spaß, ne? Oder haben wir Zeit noch? Weil manchmal ist das ja immer so ein bisschen kompliziert. Und das sind alles so verschiedene oder viele Faktoren. Wichtig ist auch, dass ihr uns in den Kommentaren schreibt, eure Themen, wo ihr sagt, hör mal, quatscht doch mal darüber, über dieses Thema. Rund um Arc natürlich. Alles, ja klar, es muss sich um Arc handeln, ganz klar. Und darüber könnt ihr euch, das könnt ihr in den Kommentaren schreiben und dann werden wir, je nachdem wie viele es sein werden, werden wir dann gucken, dass wir es nach und nach abarbeiten. So, dann kommen wir mal zu dem Arc. Was ist das überhaupt? Genau, unser erstes Thema, um euch nur ein kleines, wir werden jetzt nicht alles von Arc ansprechen, nur so ein bisschen, um euch einen Einblick zu geben, was genau wir meinen, über Themen zu quatschen bei jeder Folge. Haben wir uns gedacht, machen wir so ganz kurz nur so ein kleines, allgemeines Thema, einfach um den Einstieg zu finden, weil für uns ist das genauso neu noch. Ja. Genau, und dann sag mal was zu dem Thema, beziehungsweise was ist das Thema?
Ja, wir schauen uns heute das Spiel von Wildcard Studios an. Ark Survival Evolved, das mittlerweile 29.08. veröffentlicht wurde für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Es ist Survival-Multiplayer-Aufbauspiel, wo du in der Zeit zurückgesetzt wirst und auf Dinosaurier treffst. Genau, und du musst überleben. Es ist das Wichtigste, ja, zu überleben. Ob von Tier oder Mensch. Also als erstes, du wirst am Strand wach und musst dir definitiv erstmal Nahrung suchen, erstmal am Wasser bleiben für den Durst. Dabei stellst du am linken Innerarm fest, dass irgendein komisches, leuchtendes Ding in deinem Arm steckt, wo du nicht definieren kannst, was es ist. Ja, auch so diese ganze Landschaft, ne, die muss man auch erstmal einsaugen. Also das ist, sieht einfach nur toll aus und fühlt sich richtig echt auch an. Dann solltest du aufpassen auf Tiere. Am Anfang, wenn man das Spiel noch nicht kennt, ich denke, das Thema wird wohl eher mehr für die Einsteiger sein als für die Fortgeschrittenen. Aber die Fortgeschrittenen können sich daran beteiligen, indem sie ihre eigenen Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Und was habe ich jetzt gesagt? Ich habe schon wieder den Faden verloren. Die Ersteindrücke. Genau, die ersten Eindrücke, das muss man natürlich erstmal, es ist absolut so die ersten Spielstunden, wow, wenn ich daran zurückdenke, ich habe jetzt 3500 Spielstunden, Imperator hat 4956, bald habe ich Stunde Geburtstag. Wow, bin ich ein kleines Mäuschen gegen. Ah, ich liebe das Spiel hat mich einfach, es lässt mich nicht mehr los. Ja doch, also es holt einen auch immer wieder zurück, in welcher Form auch immer. Aber es holt einen immer wieder ein. Bei einem Spiel, das Coole, das Baue. Es gibt nicht so feste Punkte auf der Map, wo du bauen kannst und das geht dann nur dort. Nein, du kannst dort, wo du aufstehst. Du wärst hier an den Strand gespielt, du könntest sofort dort anfangen zu bauen. Oder du stapfst auf irgendeine Berghochbaustadt oder in eine Höhle, wo du gefunden hast. Da könntest du auch reinbauen. Also Baugrenze, es gibt keine in Ark. Ja, das stimmt. Gut, manchmal hat man, man muss schon aufpassen ein bisschen, wo man baut, denn ja, da kommen wir wieder zum Thema Mods und so, aber ne, es gibt auch Grenzen, wo dann mal ein Stein im Weg ist oder so, der nicht abzufarmen geht, wo man dann nicht weiter bauen kann. Aber ja, und auch so die Dinos und so, ne? Also ich weiß noch, den ersten Dodo, ich wusste nicht, was ich machen sollte, hab da irgendwie draufgeschlagen und der fiel um und lag vor mir und ich dachte, okay, und nu? Das war meine erste Dodo-Erfahrung. Und auch allgemein, ich bin wach geworden am Strand und ich habe ein paar Wochen lang, wo ich das Spiel geöffnet habe, nur Schiss gehabt. Ist das Tier jetzt, ist das jetzt gefährlich? Wird es mich angreifen? Und die Rede ist hier von einem Triceratops. Also es ist, aber das Feeling, das wirst du nie wieder haben wie am Anfang. Und ich weiß nicht, ich würde gerne eure Erfahrungen wissen, wie ihr so die ersten Spielstunden von Ark für die Fortgeschrittenen zum Beispiel, wie ihr die erlebt habt. Und was das für euch so für ein Gefühl war und so, weil... Gerade an die Neue von euch, ihr Implantatkratzer, gerade euch wollen wir hören. Auch, ja, eigentlich jeden, der was dazu sagen möchte. Aber wie war deine Erfahrung, die erste in dem Spiel? Ah, man wird da so an den Strand von Island gespült, steht auf, kratzt sich am Implantat, guckt sich so nur links, nur rechts, rechts stapft der riese Bronde rum, links... Was ist das? Huhn? Vogel? Weiß nicht. Erstmal draufschlage. Und da dabei muss ich dann vorne im hohen Gras Fleischfresser aggro gezogen haben. Der kommt auf mich zugerannt, klappt am Hals so Hautschuppe hoch und spuckt mich an. In dem Moment war ich blind. Und im Binn von ein paar Sekunden hat er mich dann auch zerfleischt. Also das war dann direkt, ja, 2 Minuten gelebt, tot. Ja, aber damals gab es auch nur Island, ne? Das muss man doch dazu sagen. Mhm. Das gibt's ja heute, gibt's ja so viele Maps. Ach, man hat schon so viel Auswahl. Deswegen, also das nächste Thema wird, ja,
oder eins der nächsten Themen wird mit Sicherheit auch früher und heute sein, wo man dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil die meisten Einsteiger wissen gar nicht mehr, wie es früher oder weil wissen gar nicht, wie es früher war. Die drehen jetzt schon die komplette Welle, was jetzt schon alles veröffentlicht wurde, auf Ammo geklatscht. Wir waren ja dabei, wo manche Tiere noch gar nicht existiert haben. Oder weiß ich noch, wo die Biome kommen sind? Ja, genau, da gab es die. Die gab es auch nicht, ne? Nein. Es gab kein Quetzel, es gab kein Giga, es gab kein. Ach, es gab so vieles nicht. Pferde? Pferde waren nicht so. Genau, die waren auch nicht. Es war so viel nicht da. Ich weiß noch, ich bin farmen gegangen mit der Hand, eine Steinaxt in der Hand und eine. Trike und Parasaurus. Karawane, die für mich die Sachen tragen sollten, die ich erfarmt hatte. Mit der Hand. Ja. Es gab da noch nicht den Ankyle und so gab es schon und auch, dass man damit farmen konnte, aber wir waren noch neu. Ne? Und das keine Ahnung von dem Ganzen. Obwohl man sagen musste, damals waren die Einstellungen auch so, dass das mit der Handfarmen wirklich effektiver war zu dem Zeitpunkt noch. Also man hatte da schon ein bisschen mehr rausgekommen. Ja, mittlerweile hat sich so in die Tierrichtung gedreht, richtig, dass man die Tiere mehr benutzen muss. Ja, aber damals am Start von dem Spiel in Early Access Modus war vieles anders. Genau, das ist auch noch so eine Sache von ARK. Wir haben angefangen, die letzten Jahre war ARK ein Early Access Spiel, das heißt ein Spiel, was noch in der Entwicklung war und noch nicht draußen war. Jetzt ist es draußen seit 29.8. Genau, und jetzt ist es ein richtiges Spiel, wo ich auch noch eine Frage habe. Und zwar, ist das Spiel jetzt fertig, sodass kommt da noch neue Tiere zum Beispiel dazu? Bearbeiten die alles noch weiter? Oder ist das wirklich jetzt fertig und Schluss? Ist das Spiel so? Nö, also Patche tun sie immer noch. Da kam jetzt am 2. September direkt schon wieder ein Patch mit zwei neue Tiere. Da kam dann der Otter und das Phönix rein. Aber weitere DLCs sind jetzt auch schon angekündigt. Ja, ich denke, es geht weiter. Ja, das finde ich cool, weil somit haben wir trotzdem ein fertiges Spiel und trotzdem wird Neues kommen. Gerade wir alt eingesessene Spieler denken uns als schon, was soll denn jetzt noch für ein Tier kommen? Und dann überraschen sie uns mit sowas Kleinem wie der Otter. Ja, oder hier, wie heißt dieses Löwenfliegefieder? Was jetzt? Nee, gar nicht, das ist der Greif, ne? Wen ich jetzt meine. Der Greif, ja, der ist ja aber nur auf Ragnarok zu finden. Ja gut, siehst du, das sind so Themen auch, die man alle mal ansprechen kann. Und ja, ich hoffe mal, wir haben alle gemeinsam Spaß daran und können mal so ein bisschen über die ganzen Sachen diskutieren. Es gibt eigentlich, habe ich mal so beobachtet im ganzen Test und so, dass da viele Themen, die eigentlich so banal sind, werden immer noch diskutiert. Tamed man jetzt der T-Rex besser mit der Narkosepfeile oder der Narkosedarts? Genau, das sind so Sachen, die kann man alle mal ansprechen und wir haben Bock darüber zu reden. Ne? Natürlich hängt das an unseren Erfahrungen und unserer Meinung ab. Apropos, wir müssen jetzt auch mal was Schlechtes sagen. Hast du irgendwas, was dir an ARK nicht ganz so gefällt? Ja, also in der Early Access Zeit konnte ARK gerade im Summer Sale zum Beispiel für 7,90 € kaufen. Und jetzt, wo das Spiel als Vollversion rausgehaut wird, knallen sie einem das Spiel mit 60 € um die Ohren. Und das noch ohne DLC, die auch nochmal extra kosten. Klar, es gibt jetzt mittlerweile den Season Pass, der kommt aber abend mit 27 € ums Eck. Also der Preis ist das, wo ich sagen muss. Muss das echt sein? Ich habe so eine typische was auszusetzen, was eigentlich so mehr so im Frauenkopf ist. Aber bei mir sind es Haare und Charakter. Also ganz ehrlich, die haben sich so viel Mühe mit den Tieren gegeben. Die haben wirklich detailmäßig die Tiere schön gemacht. Wenn man hier Epic spielt, kann man das richtig, richtig schön sehen. Und bei dem eigenen Charakter, den man spielt, da haben die sich echt zu viel zurückgehalten, finde ich jetzt. Es kamen mehr Haare dazu, aber so jemanden wie mich, mir reicht das nicht. Und der Charakter selbst, finde ich, sieht auch, da hätten sie auch mal ein bisschen mehr Vielfalt machen können. Also ne, das ist für mich so ein Punkt, so ein bisschen zum Aussetzen. Jetzt hört man meinen Hund knurren, oder?
Ja, schon. Hast du ein eigenes Tier halt zu Hause. Ja, er möchte mitdiskutieren. Ich glaube, er ist anderer Meinung. Ihm gefällt der Charakter. Aber ich kann euch trotzdem sagen, wenn man mal über den Preis hinweg sieht, ich würde sagen, holen euch Ark, wenn ihr es noch nicht besitzt. Gerade wenn ihr noch ein paar Freunde um euch haben, die das Spiel auch total cool finden. Zusammen macht es viel, 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 viel mehr Spaß. Und meine Spielstunden kommen nicht von irgendwo her. Also ich habe da damals auf dem Server, wo ich gestartet bin, sehr schnell Anschluss gefunden und habe die Leute sogar noch bis heute. Zum Beispiel jetzt Emmy. Wir haben uns da damals auf dem Server kennengelernt und ja, bis heute Freunde geblieben. Genau, das ist es nämlich auch, dass also das Multiplayer-Zeugs ist wirklich, man lernt Leute kennen. Natürlich gibt es immer wieder Auseinandersetzungen. Es gibt auch Leute, die man mal nicht so gerne mag, aber alles in allem hat man echt nette Kontakte dabei. Bei dem einen oder anderen bleibt das dann auch. Und ja, Thema Freundschaften ist immer so eine Sache. Viele sind der Meinung, ja, aber Ingame und so, man kann keine Freunde, ne, man muss sich sehen, bla bla bla. Nee. Es geht auch so, man muss sich nicht sehen, um sich gut zu verstehen, um eine freundschaftliche Basis zu bilden. Also, und das Spiel, ja, ist vor allen Dingen der Zusammenhalt, den man dann im TS zum Beispiel hat, der drückt sich dann auch ingame aus. Wenn man gut zusammen klarkommt und ne, miteinander kann, hat man ein gutes Team, wenn man ein Tribe bildet und zusammen zockt. Wo ich wieder zum nächsten Thema, was heißt Thema, das ist immer noch das gleiche Thema, aber Singleplayer, wenn ihr gerade angefangen habt mit Ark zu spielen und wirklich noch gar nichts wisst, würde ich sagen, lasst erstmal für ein, zwei Wochen die Finger von dem Multiplayer, denn da geht's etwas härter zur Sache als ihr denkt bis jetzt. Und deshalb würde ich das habe ich auch so gemacht. Geht erstmal in den Singleplayer, lernt das Spiel erstmal kennen. Guckt, dass ihr erstmal lernt, hier, wie man craftet, wie man baut, wie man tamed. Meinetwegen bei kleinen Tieren, an den großen habe ich mich auch an Singleplayer nicht rangetraut. Das habe ich dann mehr mit, hinterher, wo ich dann baue ich jetzt zum Beispiel war. Da wurde das dann erst gemacht. Und von daher würde ich für die Einsteiger in das Spiel echt empfehlen, probiert erstmal Singleplayer, dass ihr euch die Grundlagen erstmal aneignet. Ja, man wird ziemlich komisch angeschaut, wenn man noch nicht mal weiß, wie Dodo gezähmt wird. Ja, also da könnte man dann schon anecken, was natürlich wieder sich widerspricht mit dem Multiplayer und gute Freunde oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass es da ein bisschen, im Multiplayer geht es ein bisschen härter zur Sache. Wenn ihr nicht unbedingt ein Mädel seid oder so, dann habt ihr es da schon ein bisschen schwieriger. Was lachst du? Das war jetzt komplett ernst. Oh, du hast ein sehr gutes Thema, Akscha. Das wird irgendwann auch kommen. Männlich, weiblich. Ja, definitiv. Auf jeden Fall, ja. Ansonsten, hast du noch was dazu zu sagen? Haben wir noch was vergessen? Nein. Soweit sind wir durch. Ne? Ich hoffe, das ganze Thema wird euch gefallen, macht euch Spaß, zeigt uns am besten mit einem Like und schlagt uns weitere Themen vor. Wir haben jetzt zwar schon ein paar Themen gesammelt, gell, Emmy? Ja, definitiv. Wir haben schon ein paar Themen gesammelt. Auch wenn ihr denkt, ach, das Thema ist langweilig, gerade jetzt hier an die Fortgeschrittenen, schaut es euch trotzdem an, weil einfach um mitzumachen. Wir wollen nicht nur unsere eigene Meinung, unser eigenes Gespräch haben, sondern wir wollen, dass ihr mitmacht. Wir wollen von anderen Leuten, die auch ziemlich viele Spielstunden haben, auch gerne Erfahrungen hören, die vielleicht sogar Einsteigern helfen, die sich die Kommentare durchlesen etc. pp. Also hier geht's echt ums Mitmachen. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr alle mitmachen würdet, auch bei weil manchmal denkt man sich, oh, Farmen zum Beispiel, das ist ein total langweiliges Thema, ne? da haut man auf den Stein und fertig ist. Und dann kommt auf einmal was raus, ein Gespräch raus, was total interessant ist, wo man dann sagt, nee, Moment, da habt ihr was falsch gesagt oder nee, da müsst ihr das und das noch hinzufügen oder halt eben sowas. Ne? Von daher denke ich, also ich finde, jedes Thema ist interessant, ob Einsteiger oder schon fortgeschritten. Und ja, mitmachen. Die Themen, wo wir uns vorschlagen in den Kommentaren, werden jetzt halt ein bisschen dauern, bis die dann drankommen, da wir jetzt schon in der Vorproduktion dann sind von gewissen Themen, die wir uns schon rausgesucht haben. Also einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, das war jetzt ein allgemeines Thema über Ark, so ein bisschen was angeschnitten, damit ihr wisst, worum es ungefähr geht.
weil wir diese Folge, die erste Folge ist das hier und da wollten wir das Projekt einfach mal vorstellen. Und es ist ein bisschen was anderes, ich weiß nicht, ich glaube sowas gibt es nur im Englischsprachigen. Ich habe es jedenfalls, also ich persönlich habe es im deutschen Bereich, so dass es wirklich so Arc-Diskussionen als Videos gibt, habe ich bis jetzt noch nicht so, habe ich nicht mitbekommen irgendwie, also dass es irgendwie schon gibt. Hast du sowas schon mal gelesen? Nein, also es gibt sehr wenig Deutsch. Sprachige, wo sich gerade um die Community kümmern wollen und unsere Sache aufgreifen, habe ich jetzt bis jetzt wenig gesehen, bis gar nicht. Vor allen Dingen, um das nochmal abschließend zu sagen, vielleicht lernt ihr noch was dazu, auch wenn ihr schon meint, ihr wisst alles und meine Hunde melden sich schon wieder. Sorry, kann ich nicht, ja, ist halt so. Und vor allen Dingen, vielleicht lernen wir ja auch durch eure Kommentare noch mehr dazu. Falls wir Fehler machen, bitte verbessern. Wir sind genau. Nicht altwissend. Wir machen zwar so, aber wir sind es nicht. Genau, und ist alles erwünscht. Gut, dann würde ich sagen, du darfst, ja, die verstehst mich schon, ne? Wo ist mein Roboter-Mensch-Kontakter? Also du darfst jetzt die Verabschiedung praktisch einleiten. Okay, dann haben wir jetzt das Ende des Videos erreicht. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.